Ich habe einen kuriosen Putztrick entdeckt und konnte nicht glauben, wie gut er funktioniert, aber am Ende habe ich verstanden, warum immer mehr Menschen diesen für sich nutzen. Dafür solltest du eine Zitrone durchschneiden, denn wir brauchen die Schnittfläche der Zitrone. Es gibt auch noch eine etwas andere Variante, die zeige ich dir gleich noch genauer. Geh jetzt mit der angeschnittenen Zitrone zu deinem Wasserhahn und reibe hier ordentlich drüber, so wie du es bei mir sehen kannst. Das Ganze solltest du nicht nur am Wasserhahn machen, sondern natürlich auch in deinem Waschbecken. Wische also überall gut durch. Warum das Ganze besser als jeder Reiniger funktioniert und wie das Endergebnis aussieht, zeige ich dir gleich. Erstmal kommen wir zur zweiten Variante, von der ich dir versprochen habe. Dafür solltest du die Zitronen auspressen, denn wenn du sie so ganz normal verwendest, kannst du hierfür auch die Schale benutzen. Schneide sie danach etwas zurecht und stülpe sie nach außen, denn auch hier musst du natürlich wieder mit der Innenseite über deine Armaturen und durch das Waschbecken wischen. Wenn die Zitronenscheibe relativ schnell trocken wird, dann solltest du eine neue benutzen. Wenn du überall gut drüber gewischt hast, dann lass es für ungefähr 30 Minuten einwirken, denn diese Zeit wird es brauchen, bevor du das Ganze wieder entfernen kannst. Nimm dafür deinen Wasserhahn oder einen nassen Lappen und spüle alles gut durch bzw. wische nochmal drüber, damit auch alle Zitronenreste hier entfernt sind. Danach solltest du alles wieder trocken wischen. Doch was genau bringen die Zitronen jetzt? Die Zitronensäure, die in den Zitronen enthalten ist, ist ein unglaublich guter Kalkentferner und Kalk entsteht besonders oft am Wasserhahn oder um dein Waschbecken herum. Somit bekommst du dies komplett entfernt, alles ist danach wieder sauber, außerdem riecht dein ganzes Waschbecken auch noch angenehm frisch nach Zitrone. Und wenn du sowieso Zitronen isst, dann kannst du dir so auch noch einen Reiniger sparen. Weißt du auch, warum du Zahnpasta auf deiner Spüle verteilen solltest? Wenn nicht, klicke jetzt auf das Video, welches du im Bildschirm siehst, denn dort zeige ich es dir.